Leute, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video hier von The Fischer Online. Und zwar sind wir heute hier am Karpfenpuff und heute gehen wir hier schön auf Barsch. Auf Schwarzbarsch gehen wir heute hier. Ja, tatsächlich. Heute geht es auf Schwarzbarsch. Die Schwarzbarsche laufen gut. Bringen gut XP, bringen gut Silber und die suchen wir uns jetzt mal. Ich renne mal hier relativ in die Mitte vom etwas größeren See. Ich mache mal die Map auf. Genau, sagen wir mal so hier in diesem Bereich. Und dann werde ich einfach mal den Bereich hier ein bisschen abfächern. Also einfach mal querbeet hier reinwerfen mit meinen drei Grundrouten und diese drei Grundrouten sind folgendermaßen ausgestattet. Dreierhook und Nightcrawler quasi als Haken und Köder. Ich fange erstmal einen nur mit einem Blei, später teste ich vielleicht auch nochmal mit Feeder, also mit Futterkorb und mit Futtermische. Und das ist jetzt hier noch das 25 Kilo Setup. Werfen wir einfach mal raus. Bei den anderen Routen habe ich das 30 Kilo Setup ähnlich zusammengebaut. Auch da der Dreierhaken. Und der Nightcrawler, der Tauwurm. So, zack. Und da vorne bimmelt es auch schon direkt los. Jawohl. Ja, das ist doch quasi wie bestellt. Fühlt sich schon direkt gut an. Hat ein bisschen Gewicht. Ja. Ja. Und da bimmelt auch schon direkt weiter. So darf das. So darf das direkt losgehen hier. Auf dem feisten Tauwurm. Im Idealfall der Black Bass. Und da hüpft er schon aus dem Wasser. Da ist er. Das ist er. Bam! Und da kommt er wieder rausgesprungen. Sehr, sehr, sehr nice. Ich glaube, die Animation, die wurde ja vor kurzem mal wieder überarbeitet. Ab geht er. Hammer, ey. Hammerhart. Na, komm ran jetzt hier. Hast dich genug verausgabt. Alter. Jetzt aber hier. Mit dem aufgerissenen Maul immer so. Voll der Mega-Brocken. 600 XP dafür. Mit Bonus. 600 XP dafür. Mega geil. Schnell rausgezogen. Damit lässt es sich doch locker leveln. Das macht Spaß. Und weiter geht's hier. Der nächste. Der nächste. Ab geht es. So soll das sein, ey. Und wenn man mal überlegt, zwei, drei Stück davon, dann hat man quasi schon eine Daily absolviert. Apropos Daily, ich habe die Daily noch gar nicht eingestellt. Ja. 1600 XP und 200 Tacken Bonus. Take it. Die Quest hier unten, die nehme ich jetzt gerade mal noch nicht an, weil jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 7 oder 8 Kilo, wenn ich den jetzt nicht in den Kescher nehme, zählt der auch nicht für die Daily Quest oben. Deswegen nehme ich die einfach danach an, hier die 2,8 Kilo. Das ist ja ein bisschen wenig. Die würde ich ja sonst einfach nicht, also das reicht ja, wenn ich die dann später noch mache. Aber wenn jetzt hier so ein Dicker kommt mit 6 Kilo, den will ich ja dann nicht für die 2 Kilo Quest opfern. Das heißt, den nehme ich jetzt einfach so, zack, der zählt jetzt auch hier rein in die Daily. Schön. Und weiter geht's. Der Schwarzbarsch. Ja, ich bin mittlerweile schon
oben in der Ecke, schon mittlerweile Level 23. Aber ich hatte ja versprochen, erstmal noch Videos auch zu machen hier vom Karpfenpuff in Frankreich. Und ja, ich sag mal, der aktuell wichtigste Fisch ist tatsächlich der Schwarzbarsch, der effektivste Fisch. Nichtsdestotrotz kann man hier natürlich auch fantastisch die Karpfen angeln, aber auch Forellen angeln. Da machen wir aber nochmal jeweils ein extra Video zu, beziehungsweise vielleicht auch nochmal zum Aalangeln. Es gibt verschiedene Stellen, die, ja, ich sag mal, für die speziellen Fische einfach fantastisch laufen. Und da geht er wieder ab, und da geht er wieder ab, und da geht er wieder ab. Sehr gut. Ja, vielleicht nicht ganz so groß. Ich glaube, ich werfe hier das nächste Mal auch mal ein bisschen weiter mit ins ganz Tiefe, in die 3 Meter tiefe Stelle. Und die andere Route hier vorne mehr ins Grüne. Einfach mal die verschiedenen Bereiche auch testen. Wo sich der Barsch vielleicht aufhalten kann. Und, ach, guck mal. Nee, ne? What? Ein Pike? Da beißt hier ein Grashecht. Ach, Quatsch. Auf einen Tauwurm, Alter. Der ist aber verzweifelt. Und da hinten springt schon wieder einer. Wow, ey. Das ist ja ein Ding. Und der nächste hier erstmal. Ei, 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 ei. Gefettfingert hier gerade wieder. Ei, aber da haben wir wieder einen. Das ist gut. Da haben wir den nächsten Schwarzbarsch. Hammer. Wie die aus dem Wasser hüpfen. Mega, ey. So, komm ran hier. Jawohl. Zack. Und der nächste. Sehr gut. 7, wieder 600 dicke XP. Pff, top, ey. Einfach gut. Einfach gut. Und damit kriegt man dann ja auch echt ratzfatz das nächste Level. So, den nehmen wir jetzt mal hier vorne eher hin. Den ziehe ich nochmal kurz rein und werfe hier vorne so vielleicht an den Rand von den von dem kleinen Seerosenfeld hier. Machen wir mal so. Ja, das passt doch schon. Genau, ein bisschen absinken lassen. Gucken wir mal, ob der Räuber hier am Rand entlang räubert. Genau, da sind wir jetzt relativ mittig unterwegs in dem Bereich. Ah, hier bin ich sogar vielleicht sogar noch relativ flach, ne? Die Schnur geht gar nicht so tief runter. Nehmen wir den nochmal rein. Ich glaube, ich teste hier auch mal mit Futterkorb jetzt. Kombinieren wir das einfach mal. Und da wir ja von der Futtermische jetzt gleich nicht auf Karpfen gehen, nehmen wir natürlich nicht die Carp-Mische, sondern die Lucky Fishing. Die Universalmische. Und raus damit. Ja, fliegt weit. Und genau. Nur 2 Meter tief. Was war nun? Slope, Table. Slope. Irgendwo an der Schrägen gelandet. Na, gucken wir mal. So, jetzt 3 gänzlich unterschiedliche Positionen. Einfach mal. Oh, und direkt hier vorne an den Seerosen geht es als erstes wieder los. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es so nah hier vorne ist. Ich mag das immer, wenn man nicht so ganz weit auswirft. Geht wesentlich schneller, aber der sieht auch relativ klein aus hier. Ja, das wäre jetzt einer für die normale Quest.
Ich glaube, ich ändere das hier auch mal. Mit dem Futterkorb gehen wir einfach mal komplett mit dem Futterkorb dran. Ja, 1 Meter tief. Und direkt hier vorne geht es direkt wieder los. Sehr gut. Also direkt hier ufernah bei den Seerosen scheint es ganz gut zu funktionieren. Bisher die höchste Frequenz. Allerdings, ja, auch die kleineren. Sogar nur 1 Kilo. Sehr geil von der Färbung, ne? So silbrig hier vorne. Dann testen wir das doch mal. Machen wir mal hier. Weil wenn die Frequenz stimmt, ist das ja auch nicht verkehrt. Auch die kleineren jetzt, 1 und 2 Kilo. 200 und 300 XP für diesen Fisch. Das ist jetzt noch die Route ohne Mische. Also die beißen an vielen Stellen. Es ist jetzt nicht so, dass es nur so ein Hotspot-Fisch ist. Ich habe das genau da ganz drüben hier am Ende habe ich das auch schon ausprobiert. Da waren die auch dran. Direkt vorne am Steg, da habe ich da auch schon drauf geangelt. Am anderen Gewässer natürlich auch. Auch hier an den beiden Stellen, auch hier, wo dieser Aalspot ist. Da sind die auch regelmäßig mit dran gegangen. So. Also die beißen überall, aber halt mal mehr und mal ein bisschen weniger. Okay, ich wechsle mal gänzlich die Position. Suchen wir uns einfach mal eine neue Stelle. So, angekommen an der neuen Stelle. Ich befinde mich jetzt hier mal unten in diesem Bereich. Hier ist so dieser kleine Knick. Und dann werde ich gleich hier geradeaus reinwerfen. Und an der Stelle werfe ich dann mal in diesem Bereich, wo es so ein bisschen tiefer wird. Zack, einmal mit Futtermische maximal raus. Da müsste ich dann auch, ja, 4 Meter tief an einer ganz tiefen Stelle sein. Und dann machen wir hier vorne, ja, ein bisschen näher, ufernah, 1 Meter tief. Table, flacher Untergrund. Und mal so ein bisschen mittiger. Auch wieder mit Futtermische. So. 1, 2, 3. Ohne jetzt irgendwie großartig schon Futter reingeschmissen zu haben oder so. Einfach mal schauen, was hier geht. Ist natürlich auch ein bisschen praktischer, das Gewässer, wenn man jetzt hier vielleicht mit der 12 Kilo Route noch steht. Oder mit der 18 Kilo Route hier ist. Dann kann man hier natürlich entspannen. Banter die Fische rausziehen. Wenn man hier was Größeres dran geht, wird man vielleicht nicht ganz so schnell leer gezogen, weil das Gewässer einfach ein bisschen kleiner ist. So, erstmal ein Teechen hier einschütten. Und, ne. Ist doch nicht dein Ernst. Bin ja schon da, Mann. Alter, sehr gut. Ja, Mann, so soll das sein. Na. Oh, oh, oh. Da ist aber eine Agro. Und wenn die halt nicht ganz so groß sind, kann man sie mit dieser seitlichen Bewegung relativ schnell ranziehen, die Fische. Linke Maustaste, rechte Maustaste und einfach so rüberziehen. Und da kommt er wieder rausgehopst. Ist schon sehr geil gemacht. Zack. Ist schon sehr geil gemacht, ey. Hammer, ey. Was ein Brocken. Yes. Ah, guck mal. Nicht mal blau, aber trotz allem 500 XP.
tipptopp, ey. Und selbst ohne 50% Bonus, selbst ohne Premium, 340 XP ist satt. Ist satt. Dann angelt man halt 10 Minuten länger und hat dann auch die XP wieder zusammen. Aber man hat ja keinen Stress beim Angeln. Zack, 4 Meter tief. 4 Meter tief hier sogar, sagt er. Sehr gut, ey. Nachdem ich jetzt den ganzen Tag rumgeangelt habe. Naja, einen halben Tag. An verschiedenen Stellen ausprobiert habe. Hier bin ich auf den Barsch gegangen. Hier vorne bin ich auf den Barsch gegangen. Gucken wir einfach nochmal eben in den Kescher rein, was denn so hängen geblieben ist. Und wir sehen bei einem nicht mal vollen Kescher, wobei das ist natürlich jetzt bei dem großen Kescher auch wieder so eine Sache, 19 Fische beziehungsweise 86 Kilo Fisch ist natürlich schon einiges, sind es 179 Silber. Also 17 Silber, 18 Silber für die dicken, fetten Brocken, ähnlich hier auch wie die Pikes in den Gewichtsklassen. Und dafür kann man ihn ganz locker fangen. Immer schön hier auf dem Tauwurm gefangen. Kratsching, den verkaufen wir jetzt. Und es ist gerade Sonnenuntergang. Und ich gehe da jetzt mal Aal angeln. Bis zum nächsten Mal.